Hallo Freunde und willkommen zur 57. Dark Side of Pike Binnenrunde. Heute wird's mal richtig klein. So, 4 Inch. Bisschen mehr als 10 cm. Wir machen es mal wieder so einfach wie möglich. So wenig Materialien wie möglich. So wenig Aufwand wie möglich, um eine fängige Fliege zu binden. Der Haken ist ein Barbless-Dinger von Partridge. Unglaublich scharf. Wenn man da dran hängen bleibt, bleibt man richtig kleben. Okay, als erstes ein bisschen Sekundenkleber auf den Hakenschenkel. Und dann in den nassen Sekundenkleber die Grundwicklung legen. Das macht einfach nur noch ein bisschen mehr Struktur und macht das Ganze auch ein bisschen haltbarer. Ihr kennt das schon, Überstand abnehmen. So, jetzt gehe ich bis dahin, wo der Hakenschenkel dann in den Hakenbogen übergeht. Und mein pures CCD kommt als erstes zum Einsatz. Das ist ein Hauch von gar nichts und wird einfach oben eingebunden. Und umgelegt und gesichert. Aus meinem ganzen Flash habe ich jetzt so eine schöne Barschmischung gemacht. Ich hatte viel Zeit zum Spielen. Wer Lust hat, kann gerne mal im Shop vorbeigucken, da gibt es richtig viele neue Mischungen. Ich nehme jetzt so ein paar Stränge, halbiere mir die, lege einen beiseite und taper einen aus. Das wird auf dem Rücken der Fliege eingebunden. Umgelegt, ein ganz kleines bisschen verteilt, bis ungefähr zur Mittellinie. Und mit Sekundenkleber sichern. Beim CCD habe ich wenig Sorgen, dass das rauskommt, aber beim Flash, das ist so glatt, da kann immer was passieren. So, jetzt drehen wir die Fliege mal um. Und eine ähnlich kleine Menge binde ich einfach unten auf den Haken ein. Fast das gleiche Vorgehen wie eben. Einbinden, umlegen, sichern. So. Jetzt machen wir oben den gleichen Schritt wie gerade eben schon. Ein ganz kleines bisschen CCD. Oben einbinden. Umlegen. Sichern. Das zweite Stück Flash, weil wir gerade noch beiseite gelegt haben. Einfach auf dem Rücken einbinden. Und das, was wir gleich umlegen, bis zur Mittellinie verteilen. Und gleich festlegen. So. Sekundenkleber drauf. Und schon ist es fast fertig. Damit es nicht gleich alles festklebt, nehme ich den Überstand wieder ab. Und also zwischen Öhr und letzter Einbindestelle suche ich mir jetzt ungefähr die Mitte. Und nehme so einen Hauch von Ripple
Hier in Gold. Ich hab's wirklich bald im Shop. Noch ein bisschen Geduld, dann haben wir es da. Rundrum einbinden. Und jetzt kommt die Stützlage aus CCD. Auch noch rund einbinden. Und mit einem Abschlussknoten zwischen die Lagen ist die Binderei schon wieder beendet. Jetzt alles umlegen. Das kann man prima mit einem Kamm machen. Aber es geht doch super mit so einer Hunde- oder Katzenbürste. Alois macht das schon länger so. Für das Curly Creature Dubbing kann man das empfehlen. Das flufft die Fasern doch noch schöner auf. So. Jetzt alles umlegen. Und mit einem Tröpfchen Sekundenkleber. Und nassen Fingern alles in eine Richtung bringen. So. Was haben wir jetzt gekonnt? Richtig schöne Fischchenform. Mit richtig wenig Material auf einem super scharfen Haken. Jetzt kriegt das Ganze noch ein bisschen Farbe. Das CCD lässt sich wunderbar anmalen. Mit ein paar Grundfarben kann man da wirklich alles machen, was man will. Das ist ein bisschen wie Baitfischfiber damals. So. Damit das Hakenmaul offen bleibt, nehme ich jetzt auch bloß ganz kleine Augen. Fünf mm in Gold. Einfach bloß mit einem dünnen UV-Kleber zwischen die Augen ein bisschen Material laufen lassen und hier mit Absicht dünn, damit das wirklich eindringt und sich mit dem Haken und der Grundwicklung gut verbindet und dem Material noch ein bisschen Stütze gibt. Aushärten, dabei möglichst ein bisschen drehen, damit überall der Kleber aushärten kann. Von unten auch nochmal. Und dann auch die Lücke zwischen den Augen gleich auffüllen. Und jetzt das Ganze überziehen. In einem der nächsten Videos werde ich mal einen kleinen Trick zeigen, wie man mit dem super dünnen UV-Kleber möglichst nicht so weit ins Material reinläuft, sodass die Köpfe nicht hässlich werden, sondern schön rund und gleichmäßig. Haken schön rotieren und aushärten.
Jetzt kommt wieder ein Edding. Einem Barsch seine Streifen zu verpassen, geht auf zwei unterschiedliche Arten. Entweder man malt einfach bloß wirkliche Balken drauf. Finde ich nicht so schön, kann man aber machen, ist durchaus legitim. Oder man legt sich auf dem Rücken der Fliege fest, wie breit die Streifen oben sein sollen. Und legt sich den Punkt fest, wo die nach unten hingehen sollen. Ist echt schlecht zu sehen, wenn ihr was sehen könnt. Und man streift dann von oben nach unten so schöne Barschdreiecke drauf. Festlegen. Wieder einen Punkt festlegen. So. Ich mache die andere Seite auch noch. Fertig. Die kann man jetzt in allen möglichen Farben machen. Die könnte man in Grau oder in komplett Schwarz binden. Mit einem bisschen Ripple drin glitzern die gleich richtig ordentlich. Die könnte man auch in Grau binden. Dann mit einer anderen Flashfarbe drin. Sodass es einen kleinen Weißfisch imitiert. Alles möglich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns dann jede Woche zur Dark Side of Pike Binden-Runde. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns am Wasser. Halt, stopp! Beim nächsten Mal gibt es den großen Bruder von dem kleinen Scheißerchen. Bis bald!